Heute klären wir nicht nur die Funktion einer Bank zum Sitzen, sondern auch zum Schwitzen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Fritz von Berlin Barber. In diesem Video sprechen wir über Langhantel-Trainingsbänke. Wir haben zwei verschiedene da und sagen, was wie wo ist gut und lohnt es sich, sich diese Langhantelbank für das Training besonders zu Hause zuzulegen. Hantelbänke kommen ja eigentlich immer ins Game, wenn man irgendwie Bankdrücken machen will, Schulterdrücken machen will oder all die Sachen, wofür man eine Bank halt braucht. Rudern, aufliegend, einarmiges Rudern. Und so eine Hantelbank in einem Homegym zu haben oder in einem anderen Gym macht immer auch Sinn. Wir haben zwei verschiedene Hantelbänke. Die einen sind von Superfit, die sind extrem stabil, dezent schwer, aber fühlen sich unzerstörbar. Ich habe die jetzt seit 2,5 Jahren und muss sagen, ich bin mit denen von Grund auf zufrieden. Dann haben wir uns, weil wir eine Incline Bench haben wollten, eigentlich nur für Bankdrücken, diese Amazon-Bank bestellt, als nichts anderes lieferbar war. Die ist von UFC, keine Ahnung, warum die Equipment machen. Und am Anfang war es halt auch irgendwie so die Klapperbank. Ne? Wir haben die zusammengebaut. Die kostet bei Amazon 135 Euro. Als Drop die flache Bank von Superfit kostet beispielsweise 160 Euro. Kann aber nicht das hier. Und ansonsten ist es halt wirklich ein bisschen zusammengebasteltes Metall mit einem Polster. Und ein paar Details gehen wir da vielleicht mal kurz durch. Wir haben die Hantelbank hier, ich würde behaupten, seit 5,5, vielleicht 6 Monaten. Ich habe auf dieser Hantelbank Athleten Bankdrücken lassen bis 180 Kilo, auch in klein, also mit aufgestellt. Und ich kann sagen, zuallererst, bevor wir jetzt anfangen, Mängel aufzuzählen, sie tut ihren Zweck. Man kann die Sachen hier verstellen, hält dann auch fest und man hat keine Probleme damit, alle Druckbewegungen auszuführen. Und dann kommen wir jetzt aber zu den Sachen, die uns aufgefallen sind über die Benutzung. Es gibt hier noch so eine Fußablage-Ding, also so eine Fußhalterung, denn man kann die Bank sogar als Decline benutzen und hier hinten richtig runterstellen und dann klemmt man am besten vorne die Füße dann ein in diesem Fußding. Das haben wir abgeschraubt, weil es eigentlich nur auseinandergefallen ist, um die kleinen Flies, Bench Press, was auch immer machen zu können. Hat auch gut funktioniert, einfach keine Übungen, die wir gerne machen. Wir machen dann Sachen wie Wing Dips oder Parallel Rated Push-Ups oder was auch immer. Dementsprechend haben wir das abgebaut. Der Stand hier unten ist soweit stabil. Ja, das sieht alles, wenn man das aufbaut, immer ein bisschen preiswert aus und ein bisschen einfach aus. Aber was erwartet man für einen Preis von 135 Euro? Ich finde, dafür bekommt man genau das, was man halt kriegt. Die Nähte rund um die Bank sind relativ durchschnittlich verarbeitet. Gerade so hier geht alles auch schon ab von der Bank. Letztendlich, wenn man sich auf das Ding raufsetzt, ne, man hört ja immer, ja, die klappert schon rum und die klappert hier, tut sie auch. Wenn man aber drauf liegt, bewegt sich nichts mehr. Und sie hat tatsächlich auch eine relativ angenehme Form. Sie ist relativ breit unten und wird oben relativ schmal. Gerade für so Bankdrückgeschichten hat man dann sehr schön Platz für die Schulterblätter und für die Arme. Manche andere Bänke, die sehr viel breiter sind, sind dann eher unangenehm. Zusätzlich muss ich sagen, man rutscht auf dem Material nicht. Also für all die, die so Competition Bench Press machen wollen, so Powerlifting-mäßig, die eine Brücke machen wollen, vernünftig, kann ich sagen, hey, auf der Bank rutscht man tendenziell weniger als auf den billigen Bänken in den Fitnessstudios, die so Lederbezug haben. Hier dieser Kunstlederbezug ist relativ griffig, ist ein positiver Nebeneffekt, auch mit dem Muster, das drauf ist, funktioniert soweit also super. Und ansonsten, ja, es ist halt eine Incline-Bench, sie klappert rum, sie ist einfach, sie kostet nicht viel Geld. Und wenn man sagt, ich möchte einfach was haben, was jetzt erstmal funktioniert, es muss nicht besonders toll aussehen, über das Design lässt sich streiten. Ich finde persönlich rot-schwarz jetzt in meinem Gym ist nicht meine Traumkombination an Farben. Mir wäre lieber, wenn sie nur schwarz wäre. Aber als Pendant, wir können ja kurz mal rübergehen zu der Superfit-Bank. Wenn wir uns die Verarbeitung hier ansehen, ja, dann haben wir wirklich massiv, massiv, massiv. Hier ist alles massiv verarbeitet. Hier ist auch alles massiv festgeschraubt. Hier hat man kein bisschen Probleme mit den Polstern. Die Flachbank hier kostet 160 Euro, aber die Incline Bench von Superfit kostet beispielsweise 310 Euro. Das heißt, sie kostet mehr als das Doppelte von der preiswerten UFC-Bank von Amazon. Und man muss auch sagen, die Bänke hier sind sehr viel schwerer. Das heißt, wenn es darum geht, die zu transportieren, die durch die Gegend zu tragen und sie umzustellen, ist das hier wesentlich unangenehmer als die leichten Bank. Die da ist super, super leicht, die hier ist sehr schwer und unbequem. Es gibt ein paar Übungen, die man mit der hier aber sehr viel besser machen kann. Beispielsweise machen wir so viel Chest-Supported Row. Das heißt, wir stellen die ganzen Sachen auf die Jerkblöcke oder auch auf andere Kissen rauf und legen uns dann rauf und rudern hier mit Kurzhantel oder Langhantel.
Und da ist natürlich die gerade Fläche hier und vor allem die robuste Fläche etwas besser als die preiswerte Verarbeitung dort. Und gerade dann ist auch eine gerade Bank, die keine Formveränderung hat, denn das hier ist einfach nur eine rechteckige Form ohne irgendwelche ergonomischen Anpassungen oder sonst irgendwas, auch sehr viel besser geeignet als beispielsweise diese Formveränderung. Da kommt es aber ganz drauf an, was möchte man haben in seinem Home Gym. Insgesamt muss ich sagen, man bekommt bei der UFC-Bank für 135 Euro, vielleicht für das erste Home Gym, dafür, dass man wie in unserem Home Gym Guide gesagt hat, hey, ich gebe maximal 500 Euro aus für Kettlebells, für Kurzhanteln, für Langhanteln, vielleicht maximal 1500 Euro und ich will eine vernünftige Bank haben und so viel Budget habe ich nicht mehr oder es ist ein guter Einstieg für zu Hause, dann kann ich sagen, man macht mit der Hantelbank erstmal nichts falsch, wenn man diese paar Limitationen mitgeht. Wenn man sagt, ich möchte nicht über 300 Euro ausgeben für eine bessere, stabilere Hantelbank, sondern ich möchte die leichte, ist es mir egal, ob die vielleicht ab und zu mal ein bisschen klappert, sie funktioniert. Wenn man diese Hantelbank nehmen möchte, kriegt man für 135 Euro bei Amazon mit einer vernünftigen Lieferzeit ziemlich viel Hantelbank für recht wenig Geld. Zu guter Letzt, kurze Zusammenfassung. Ich meine, ein Video über eine Hantelbank zu machen, die solide ist, ist relativ kurz, deshalb ein sehr kurzes Video. Wenn du sagst, hey, du willst eine incline, verstellbare Hantelbank haben für dein Home Gym, du hast nicht viel Geld zur Verfügung und du willst das Maximale aus deinem Geld rausholen und es ist dir egal, dass es ein bisschen klappert. Ich habe hier Leute incline Bench drauf machen lassen mit bis zu 180 Kilo. Ich kann sagen, die wenigsten machen so viel Gewicht und wenn man so viel Gewicht macht, kann man sagen, hey, das funktioniert. Vielleicht würde ich mein Gehirn benutzen und sagen, ja, wenn ich so viel Gewicht bewege immer und ich bin wirklich ein starker Typ, vielleicht gebe ich dann ein bisschen mehr Geld aus für stabileres Equipment. Musst du aber nicht machen. Ich habe noch nie gesehen, dass diese Bank hier zerstört ist, denn wir haben sie noch. Ich kann aber auch keinen Erfahrungswert dazu abgeben, wie es anderen ergangen ist. Ich kann nur sagen, wir sind mit der Bank hier zufrieden. Ich benutze die für mein eigenes Training. Die Leute hier benutzen die für ihr Training. Wir haben so ein PTs benutzt fürs Training. Das ist soweit echt gar kein Thema. Und wenn du sagst, ich brauche eine Hantelbank, dann ist es, abgesehen von der Optik, die mir nicht so richtig gefällt, eine ganz klare Empfehlung. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und ansonsten, wenn du andere Produkte hast, andere Fragen hast zum Thema Equipment, die wir dir beantworten können, wo du Fragen hast, hey, lohnt sich das für mich? Soll ich mir das kaufen? Macht es Sinn? Ist es wirklich so viel besser als X oder Y? Dann drop das unten in die Kommentare. Und ansonsten, wenn das Video dir was gebracht hat, wenn es eine Frage beantwortet hat und du jetzt einen Mehrwert bekommen hast, gerne einfach mal teilen mit deinen Freunden. Einfach mal ein Like drücken und unten kommentieren, was du gut findest, was du vielleicht nicht so gut findest. Wir reißen uns hier echt den Arsch auf dafür, geile Equipment-Videos zu machen für dich, dafür, dass du genau weißt, welches Equipment brauche ich für mein Training, was bringt mir nichts. Und ansonsten hoffe ich, du hast jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training und wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf dem Berlin Barbell YouTube-Kanal.